Leute, heute gibt es wieder mal eine neue Folge Minecraft. Und ich muss heute ein bisschen leise machen, denn Leute, es ist einfach gleich 3 Uhr nachts und ich habe Max angerufen und meinte, es ist ein Notfall. Er muss in Minecraft online kommen, denn wir müssen ein Video aufnehmen. Das habe ich ihm am Telefon gesagt, Leute. Max müsste jetzt hoffentlich gleich im Discord sein. Und ich habe mir heute wieder einen richtig nicen Prank überlegt. Und zwar werden wir Max heute einfach mal 3 Uhr nachts in Minecraft pranken. Ich habe mir richtig gruselige Sachen überlegt, Leute. Ihr seht jetzt hier mal ganz kurz im Pre-Tour eingeblendet, Leute. Also glaubt mir, damit werden wir Max auf jeden Fall richtig gruseln und hoffentlich auch zum Ausrasten bringen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf Ehrenbruderbasis 10.000 Likes auf dieses Video da. Kommentiert gerne, ob ihr mehr Minecraft sehen wollt und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und jetzt würde ich sagen, Leute, ganz viel Spaß mit dem Video. Wir fangen an. Let's go. Okay, Leute, es ist jetzt soweit. Ich bin auf dem Minecraft-Server. Max müsste auch schon online sein. Perfekt. Okay, Leute, das ist unsere alte Minecraft-Welt. Ihr seht, wir haben hier auch noch ein Haus. Das habe ich mit ihm gemeinsam gebaut. Und ich weiß nicht, wo Max das letzte Mal schlafen gegangen ist, aber ich sehe ihn gerade da unten. Ich glaube, er ist gerade auf den Server geschaut. Ich glaube, er connectet gerade noch. Okay, jetzt ist er da, Leute. Okay, ich habe mir auch direkt den ersten Prank überlegt, Leute. Und zwar, es ist dunkel, das heißt, Max wird sich vermutlich jetzt erstmal gleich schlafen legen, Leute. Ich werde mich jetzt allerdings gleich unsichtbar machen, in sein Haus reinschleichen und ein bisschen rumspuken. Ich hoffe, Max wird sich richtig erschrecken. Schrecken, Leute. Ich muss jetzt nur warten. Was macht er da? Der steht da jetzt gerade einfach rum. Was macht er da? Geht er jetzt ins Haus rein? Okay. Ich glaube, er ist im Haus drin, Leute. Okay. So, okay, Leute. Ich würde sagen, wir schleichen uns jetzt einfach mal an. Was macht er da? Hat er sich jetzt ins Bett gelegt oder so, Leute? Ihr müsst euch halt vorstellen, es ist halt literally gerade einfach 3 Uhr nachts und ich werde Max ein bisschen zum Ausrasten bringen. Was macht er da? Er ist noch nicht im Bett. Er ist irgendwo im Haus, glaube ich, gerade. Wir müssen halt warten, bis er sich schlafen legt, Leute. So, ja, ich bin jetzt echt ganz schön müde. Ich glaube, ich lege mich jetzt nach unten hier ins Bett einmal. Hier schlafe ich lieber, weil oben ist manchmal ein bisschen gruselig alleine. So. Leute, ich glaube, Max hat sich jetzt ins Bett gelegt. Okay, Leute, ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem allerersten Prank. Ich habe auch extra einen Voice-Changer, damit ich gleich ein bisschen rumspuken kann. Ich werde jetzt allerdings erstmal den Unsichtbarkeitstrank trinken und schwupps. Jetzt bin ich schon mal unsichtbar. Das ist Step 1, damit wir auf jeden Fall nicht von Max gesehen werden. Okay, jetzt muss ich mich hier erstmal reinschleichen, Leute. Ich hoffe, er hört das jetzt nicht. Mein Gott, Leute, er liegt da einfach im Bett. Okay, passt auf. Okay, okay, Leute. Was können wir machen? Er hat halt hier eine einzige Fackel platziert. Ich glaube, ich werde die Fackel jetzt einfach mal wegmachen. Ich meine, hier ist ja niemand im Raum. Das heißt, Max wird sich hoffentlich erschrecken, Leute. Wir machen die Fackel jetzt einfach mal aus. 3, 2, 1. Ich habe sie abgebaut, Leute. Oh, oh. Ich hatte gerade irgendwie einen Albtraum. Ich muss mal... Hä? Meine Fackel ist aus. Sie ist voll dunkel. Warte, ich muss noch mal eine neue Fackel dahin tun. So, jetzt gehe ich noch mal kurz schlafen. Ich bin ganz doll müde. So, gute Nacht. Leute, er wusste gar nicht, was abgeht. Er hat noch eine zweite Fackel gehabt. Okay, Leute, also er scheint sich jetzt wieder schlafen gelegt zu haben. Aber okay, ich würde sagen, wir machen die Fackel einfach noch mal weg, Leute. Und ich grusel jetzt ein bisschen. 3, 2, 1. Aufstehen. Mhm. Was? Steh auf! Was? Ich werde dich holen! Hallo? Meine Fackel ist wieder aus! Ich werde dich holen! Ey! Wer redet da? Hallo? Wo ist meine Fackel? Ich werde dich fressen! Ey! Hallo? Ich weiß gar nicht... Was soll ich denn jetzt machen? Ich brauche noch eine neue Fackel. Okay, Leute. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben schon ein bisschen Angst eingejagt. Ich würde sagen, Leute, wir machen jetzt direkt noch was. Und zwar werden wir, falls er jetzt gleich aus dem Haus rauskommen sollte, Leute, einfach hier ein Schild vor seiner Tür platzieren. Und hier werde ich einfach mal draufschreiben, ich werde dich holen. Okay, jetzt müssen wir ihn nur irgendwie aus dem Haus raustreiben. Passt auf, Leute. Wartet, ich rede nochmal. Hallo, hier oben ist auch keiner. Ich werde dich fressen. Ey, was soll ich machen? Ich muss mal rausgehen, hier ist gruselig. Ich werde dich holen. Ey, wer sagt das? Hallo?
muss ganz schnell wieder ins Haus. Ich gehe jetzt nach oben. Ich muss mich einbauen. Das ist viel zu gruselig. Hab ich noch Blöcke? Das muss alles weg hier. Was zur Hölle macht Max? Er baut sich einfach ein, Leute. Was zur Hölle macht der da? Okay, Leute, ich glaube, das hat schon mal gut funktioniert. Ich glaube, wir haben Max auf jeden Fall schon mal einen riesen Schrecken eingejagt fürs Erste, Leute. Aber glaubt mir, das war erst der kleinste Teil. Ich habe noch was richtig Krasses vorbereitet, Leute. Und zwar werde ich ihn dann gleich einfach mit einem laufenden Haus pranken, Leute. Ihr habt richtig gehört, was ich einfach bewegen kann. Aber dazu kommen wir später. Ich würde sagen, Leute, das reicht für die erste Nacht. Ich werde gleich erstmal, damit es nicht so auffällig ist, erstmal zu ihm kommen, weil ich meinte ja zu ihm, dass wir gemeinsam ein Video aufnehmen. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir warten jetzt einfach auf den nächsten Tag und dann gehen wir Max mal besuchen und fragen mal, was heute Nacht so Schlimmes passiert ist. Bis gleich. Okay, Leute, nächster Tag. Es ist jetzt hell mittlerweile, aber wir haben jetzt gerade 3.30 Uhr mittlerweile. Aber okay, ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt einfach mal zu Max, damit es nicht so auffällig ist, weil ich wollte ja eigentlich ein Video aufnehmen. Wir fragen jetzt einfach mal, ob alles gut ist, Leute. So, Achtung, 3, 2, 1. Max, bist du da? Hallo, Lon? Hey, bist du oben? Wo bist du? Ja, ich bin hier in der Ecke. Ich musste mich einbauen, weil hier war so ein komischer, so irgendwas komisches. Was hast du mit dem Haus gemacht? Bro, was hast du mit dem Haus gemacht? Ja, hallo, hier ist Gefahr, Lon. Wir müssen, hier ist so einer, der will mich töten. Wir töten Max, wir sind allein auf dem Server hier. Ja, ist keine... weil da war einer, der hat mit mir gesprochen und ich muss Diamanten holen, ich muss in eine Höhle gehen, ich brauche Diamantausrüstung. Warum brauchst du jetzt eine Diamantausrüstung, hä? Ja, da war einer, der will mich angreifen. Du musst dich verteidigen, oder was? Ja. Und deswegen willst du jetzt Diamanten holen gehen? Ja, kannst du mir helfen, dass ich nicht allein gehen muss? Ja, kann ich machen, aber hör mal bitte auf, hier das Haus zu demolieren. Hier ist, du hast dir hier alles zugebaut, Max. Ja, und hier war ja auch Gefahr. Ja, okay, aber hör auf, das Haus hier kaputt zu machen, Max. Ja, okay. Was auch immer du gefasert hast. Wir haben zwar eigentlich keine Monster hier auf dem Server, aber... Doch! Tja, hast du das gesehen, das Schild? Welches Schild? Da war ein Schildlamm. Ich sehe kein Schild. Ja, hier! Da ist keins, ich sehe keins. Ja, das war deine Nacht, als ich geschlafen habe. Ja, okay, wie du meinst. Ja, warte, gib mir kurz eine Sekunde. Okay, Leute, ich bin ganz kurz gemutet. Passt auf, Leute. Eigentlich können wir das direkt nutzen für den nächsten Prank. Und zwar, Leute, Max will jetzt irgendwie in eine Höhle gehen und Diamanten suchen, weil er sich irgendwie von diesem angeblichen Monster verteidigen will. Das werden wir jetzt ausnutzen. Wir werden einfach in eine Höhle gehen und dann werde ich mich in irgendein Monster verkleiden, beziehungsweise verwandeln. Und werde ihn richtig, 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 richtig doll erschrecken, Leute. Deswegen lasst er mir auf Ehren like da, Leute. Ich würde sagen, wir helfen Max jetzt erstmal beim Diamanten sammeln. Und werden ihn gleich richtig erschrecken, Leute. Okay, ich ermüde mich erstmal wieder. Max? Ja? Ja, dann lass uns jetzt losgehen. Komm, wir suchen dir jetzt eine Höhle. Und dann besorgen wir dir auch ein paar Diamanten, okay? Ja. Okay, ist das ein Deal? Gut, dann lass uns mal auf die Suche machen. Ja, wo ist der bei eine Höhle? Ich muss wieder eine neue suchen. Ja, wir finden dir schon eine Höhle, ja? Wir finden schon eine. So, wir kriegen das schon hin. Lass uns mal einfach auf die Suche machen. So, guck mal. Ja, das sieht doch nach einer großen Höhle aus, Max. Lom, die Höhle ist so groß wie mein Kinderzimmer. Ja, okay, da hättest du aber ein ziemlich großes Kinderzimmer. Ja, guck mal, ich habe dir auch eine Spitzhacke gegeben. Ich dachte, war eigentlich meine. Aber gut, dann nimm du die ruhig. Auch eine. Okay, da hast du zwei Stück? Ja. Okay, du bist der Beste. Ja, okay, dann lass uns einfach mal auf die Suche machen. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal ein Stück nach unten. Du kannst ruhig vorangehen, wenn du magst. Aber ich habe ein bisschen Angst alleine. Ich bin doch hinter dir, Max. Ich bleib bei dir, okay? Wirklich? Ja, ja, ich weiß nicht, Max, guck mal, da geht's noch ein bisschen nach unten. Das ist eine Fledermaus! Ja, dann lass sie doch, fliegen, die tut dir nichts. Ja, einfach geradeaus, da findest du bestimmt ein paar Diamanten. Ja. Okay, ich bin hinter dir, ja? Wirklich, hier vielleicht. Ja, ich geh einfach geradeaus, du wirst schon welche finden, Max. Ja, Lom, hier ist ein Spinnweben. Ja, es ist nur, nur ein Spinnennetz. Ich bin hinter dir, du kannst einfach geradeaus laufen. Okay, machst du gut, ich bin hinter dir, ja? Ja. Okay, Leute, ich bin gemutet. Ich mache jetzt einfach einen Abgang. Max ist jetzt erstmal kurz allein in der Höhle. Das bedeutet, Leute, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt meinen Skin ändern in eine richtig gruselige Gestalt, Leute. Und dann würde ich sagen, verstecken wir kurz ein paar Diamanten für Max
Und hinter den Diamanten werde ich mich einfach verstecken. Und wenn er dann die Diamanten abbaut, werde ich hinter den Diamanten stehen und ihn richtig erschrecken, Leute, okay? Ich würde sagen, ich muss jetzt ganz kurz mal meinen Skin ändern. Ich würde sagen, das machen wir schnell in 3, 2, 1 und... Okay, Leute, ihr seht, ich habe mich jetzt verwandelt. Einfach mal in einen richtig, richtig gruseligen Minecraft-Skin, Leute. Ihr seht das, ich bin wirklich einfach eine Bestie gefühlt. Ich hoffe wirklich, dass Max sich davor erschrecken wird. Jetzt müssen wir nur runter in die Höhle. Ich muss mich halt irgendwie von hinten dann reingraben und ein paar Diamanten verstecken. Er ist ja hier lang gelaufen, Leute. Okay, wir müssen uns halt jetzt irgendwie einmal außen rumgraben, dass wir halt dann uns hinter den Diamanten mäßig verstecken können. Wir graben jetzt einfach mal hier rein und dann verstecken wir uns gleich da hinten in der Hoffnung, dass Max die Diamanten auch finden wird. So, Leute, ich müsste jetzt hier an dem Gang angekommen sein in der Hoffnung, wenn ich die Koordinaten jetzt richtig... Ja, das müsste eigentlich passen. Eigentlich müsste jetzt... Da hinten! Oh mein Gott, da hinten ist Max schon, Leute. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Okay, der ist irgendwie in so einem Minenschacht. Perfekt, Leute. Ihr seht, ich habe auch Diamanten. Wir platzieren jetzt hier einfach straight einmal Diamanten. Die müsst ihr dann eigentlich sehen, Leute. Und sobald er die abbaut, werde ich hier einfach stehen mit diesem Skin. Es wird komplett geisteskrank. Und dann würde ich sagen, warten wir jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass er die Diamanten auch findet, Leute. Diese Gang ist übel groß. Wir sind bestimmt hier. Warte, was ist das hier hinten? Boah, hier sind Diamanten. Hier ist auch Kohle. Wie viel sind das? Einmal ein abbauen. Und noch ein. Hey! Was ist das denn? Max! Wer bist du? Ich werde dich holen. Nein, lass mich in Ruhe. Bleib stehen. Lom, wo bist du jetzt, ein gruseliger Mann? Lom! Hallo! Bleib stehen! Bleib stehen! Oh mein Gott, ich bin gemutet, Leute! Bruder, der hat sich ja komplett eingekackt! Leute, er ist einfach weggerannt. Er hat mich auch gerufen. Ich glaube, wir müssen jetzt schnell zurück, Leute, weil sonst fällt es auf, wenn ich einfach zu lange weg bin, dass ich es war, Leute. Digga, das war richtig knapp gerade. Oh mein Gott. Aber okay, ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder an die Oberfläche zurück. Und dann wird es auch Zeit für den nächsten Prank, meine Freunde. Und der wird wirklich ultimativ krass. Deswegen würde ich sagen, bleibt bis zum Ende dran, Leute. Ich gehe jetzt erstmal schnell nach oben wieder. Wir müssen Max jetzt erstmal schnell suchen, Leute. Oh mein Gott. Lom, bist du da? Max, ich bin hinter dir. Ich bin doch hier. Wo bist du? Hier, hinter dir, Max. Ich bin hier. Ah. Lom, da war ein ganz gruseliger Mann, der wollte mich essen. Max, du erzählst schon wieder irgendwelche Lügengeschichten. Du hast gestern auch von irgendeinem Mann erzählt. Lom, wir müssen ausziehen. Hier ist überall, spukt es überall. Wie ausziehen? Max, wir haben das Schönste... Wir müssen weg hier. Hä, wir haben so ein schönes Haus gebaut und du willst jetzt ausziehen? Nein, ich muss jetzt hier alles abbauen. Ich baue jetzt hier Betten ab, so. Willst du jetzt wirklich ausziehen? Das ist... Wir haben so... Ja. Weißt du, wie lange wir für das Haus gebraucht haben? Wir müssen weg. Nein, wir müssen weg. Ja, woher? Ich baue das Haus ab und baue das neu. Ja, wohin willst du denn? Wohin willst du denn, Max? Lom, weg hier. Hier ist viel zu gruselig. Ja, Digga, Max, wohin willst du denn jetzt? Ich muss in das Dorf ziehen. Ich muss jetzt hier noch mal kurz mein Essen mitnehmen. Hä, wohin willst du? Lom, in das Haus muss ich ziehen von den Willigern. Meinst du das Dorf hier drüben oder was? Ja, da hinten das. Ah, hier willst du einziehen oder was? Ja, ich muss aber noch ein bisschen was vorbereiten, dass ich alles mitnehmen kann. Ja, dann mach kurz, Max. Dann, okay. Ich mach das eben. Ich helfe dir. Ich hole so eine Kiste. Ja, mach in Ruhe. Mitnehmen. Ich besorge uns lang ein bisschen Holz, ja? Ja, okay. Okay, Leute, perfekt. Ich bin gemutet. Digga, das passt so perfekt, Leute. Er will jetzt hier irgendwie in dieses Villager-Dorf ziehen. Frag mich nicht, macht gar keinen Sinn, weil das ist gefühlt einfach zwei Straßen weiter, aber egal. Jetzt kommen wir zum krassesten Prank aller Zeiten, Leute. Und zwar werde ich jetzt ein Haus bauen, aber kein normales Haus, sondern ein Haus, was laufen kann. Und ich hoffe einfach mal, dass wir Max anlocken können, dass er genau in dieses Haus einzieht. Und dann werden wir damit richtig krass pranken und ihn richtig krass erschrecken, weil es ist immer noch. Wir haben 3.48 Uhr mittlerweile, Leute. Es ist extrem spät. Okay, deswegen würde ich sagen, Leute, ich bereite jetzt das Haus einmal vor und ich nehme euch natürlich auch mit und zeige euch das. Die Frage ist, wo würde Max am ehesten hingehen?
Ich glaube vermutlich eher auf dem Berg, weil es da halt sicherer ist. Da hat man ein bisschen mehr Überblick einfach, Leute. Deswegen würde ich sagen, wir laufen jetzt einfach mal hoch auf den Berg. Irgendwo hier, denke ich, will, dass ich bestimmt ein Haus aussuche. Ja, ich überlege mal, vielleicht da oben irgendwo. Wir brauchen halt schon ein bisschen Platz für das Haus, Leute. Ja, ich glaube, hier hinter dem Berg ist gut. Der ist ja schön geschützt. Der ist auch ein bisschen weiter weg von dem anderen Haus. Da hat es ja angeblich gespukt, Leute. Ich glaube, hier sollten wir auch genug Platz haben. Okay, jetzt fragt ihr euch natürlich, Lumex, wie willst du ein laufendes Haus bauen? Das zeige ich euch jetzt, Leute. Dafür muss ich natürlich vorher eine Mod installieren, Leute. Natürlich habe ich an alles gedacht. Und wie wir das Ganze bauen, zeige ich euch jetzt. So, Leute, okay. Ich habe jetzt alle passenden Materialien, um das Haus zu bauen. Ich würde sagen, wir werden gar nicht lang um den heißen Brei reden. Und zwar brauchen wir als allererstes dafür eine ganz normale Kiste. Die platzieren wir jetzt einfach einmal, Leute. Und jetzt ist es extrem wichtig, dass wir die Blöcke wirklich in der perfekten Reihenfolge anordnen. Und zwar als allererstes müssen wir einen Diamantblock in die Mitte setzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann müssen wir jeweils einmal 5 von diesen Stone Bricks hier unten hin machen. Genau in der Formation, Leute. Ihr werdet gleich noch verstehen, warum. Genau so. Dann einmal hier oben kommen Treppen hin. Und dann einmal 10 Eichenholzbretter da. Und einmal 10 Stück da, Leute. So, jetzt ist die Kiste gefüllt. Und jetzt kommt eigentlich auch schon der letzte Part, Leute. Und zwar müssen wir uns jetzt einfach den Netherstern nehmen. Und den werfen wir jetzt auf die Kiste einmal drauf, Leute. 3, 2, 1. Seid ihr alle bereit, Leute? Und let's go! Bam! Und ihr seht schon, Leute, schon hat sich von ganz alleine einfach ein Haus gebaut, Leute. Also ihr seht das hier, es ist wirklich ein ganz normales Haus, Leute. Also man kann da jetzt auch reingehen. Man hat hier eine Enderkiste, einen funktionierenden Ofen, dann einen Zaubertisch. Dann hier eine Werkbank, einen Braustand. Also wirklich alles, was man braucht in einem Haus. So, und ich werde euch jetzt auch zeigen, was es mit diesem Haus auf sich hat. Und zwar seht ihr hier so Partikel, Leute. Wenn ich diese Partikel einmal rechts klicke, dann seht ihr schon, passiert etwas mit diesem Haus. Und zwar, es fährt sich einfach aus und bekommt einfach mal Beine und Arme, Leute. Oh mein Gott, was geht hier einfach mal ab, Leute. So, Leute, jetzt seht ihr auch schon unten links, hat sich in meinem Chat so ein Menü geöffnet. Und damit können wir das Haus quasi steuern. Also ihr seht, ich kann damit zum Beispiel einfach mal geradeaus laufen, Leute. Ihr seht, das Haus läuft jetzt einfach mal. Also ihr seht, Leute, das Haus kann sich einfach wirklich bewegen. Ihr seht einfach ein laufendes Minecraft-Haus. Aber da ist eine Schlucht. Wir müssen einmal ganz kurz einmal umdrehen, Leute. Jetzt drehen wir das Haus einmal. Und ihr seht, das Haus kann sich einfach wirklich richtig bewegen, Leute. Also ihr seht, das Haus läuft einfach. Einfach ein laufendes Minecraft-Haus. Aber das war's noch nicht, Leute. Ich kann damit noch ganz andere Sachen machen. Also ich kann zum Beispiel auch springen damit. Ihr seht das hier. Oh mein Gott, wir springen einfach. Oder Leute, das werde ich aber erst zum Schluss machen. Ihr seht, ich habe auch einen Shoot-Button. Damit kann ich aus diesem Haus einfach mal TNT-Blöcke rausschießen lassen. Das werden wir allerdings zum Ende erst machen, weil ich werde Max sein Haus komplett in die Luft sprengen. Aber ich würde sagen, wir platzieren das Haus jetzt erstmal wieder an der richtigen Stelle. Und dann hoffe ich mal, dass Max das Haus auch wählen wird. Und falls er dann in diesem Haus schlafen sollte, würde ich einfach mal sagen, werden wir in der Nacht die Beine einmal herausfahren und einmal einen kleinen Spaziergang mit ihm machen. Und ich glaube, das wird ihn richtig Angst einjagen, Leute. Jetzt müssen wir nur den kleinen Max irgendwie anlocken. Und das machen wir natürlich ganz easy peasy mit ein paar Diamanten, Leute. Ich glaube, das sollte schon ausreichen, um ihn zu diesem Haus zu locken. Ich würde sagen, Leute, ich gehe jetzt einfach mal Max holen und sage, ich habe ein kleines Haus für ihn gefunden, was ihm eigentlich oder was ganz gut zu ihm passen würde. Wir haben da auch ein paar Diamanten hingemacht. Also ich glaube, das sollte funktionieren, Leute. Dann würde ich sagen, ich hoffe mal, Max ist jetzt noch zu Hause. Der würde ja noch irgendwas holen gehen angeblich. Egal, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal Max holen. Let's go. So, Lom, ich habe jetzt alles zusammengesucht. Ich geh jetzt los. Bist du ja. Ich habe dich gesucht, Max. Ja, hast du alles? Ich gehe jetzt los, Lom. Ja, von mir aus geh los. Du wolltest. Kommst du mit? Ja, ich komm gern mit. Ich schau mir gern mal an, wo dein neues Zuhause ist. Du wolltest dir irgendwie in das Dorf ziehen hier, meintest du, ne? Ja, ich muss mal gucken, welches hier ein gutes Haus ist. Ich weiß, ich mach das so, ich gehe da vorne um den Berg herum, ja? Um den Berg? Warum? Ja, weil da ist dann ist hier das Dorf und da ist altes Haus und ich bin immer noch an dem Dorf, aber da, so ein bisschen weg. Damit du ein bisschen sicher bist, genau, genau, ja, ich verstehe schon. Ja, nämlich auch noch 2 Häuser. Ja, nee, sogar 3, da hinten steht auch noch eins, Max. Wo? Lol, warte mal, da sind sogar Diamanten. Nein. Dieses? Ja, das ist cool. Boah, Diamanten! Ja, ich habe doch gesagt, hier sind Diamanten.
Alter, das Haus muss ich nehmen. Ja, das ist dein Haus. Ich glaube, das ist es, Max. Schau mal. Ja, hier, das nehme ich. Kann ich hier ein Bett reinmachen? Ja, ich glaube schon. Ansonsten, du müsstest ja in sich eigentlich alles haben. Du hast sogar eine Enderkiste hier drin und so, ne? Alter, das ist krass, Alter. Ja, dann lass doch direkt die erste Nacht hier verbringen, wenn du magst. Ich würde sagen, ich leg mich noch im alten Haus einmal aufs Ohr, weil ich muss da auch noch ein paar Sachen holen gehen, ja? Okay, Lam. Wir sehen uns dann morgen früh, ja? Hau rein, ciao. Bis morgen, ciao. Okay, Leute, ich habe jetzt hier kurz noch ein paar Minuten gewartet, bis es dunkel wird. Ich glaube, Max müsste noch im Häuschen drin sein, er wollte sich ja schlafen legen. Ich würde sagen, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um Max nochmal richtig Angst einzujagen. Denn ihr wisst, Leute, das Haus kann ja laufen. Ich würde sagen, ich schleiche mich jetzt einmal ins Haus rein. Ich hoffe, er ist jetzt irgendwie da am Schlafen. Denn dann werden wir jetzt einfach mit Max quasi eine Runde wandern gehen. Wäre ja ganz lustig, wenn er morgen aufwacht und plötzlich ganz woanders ist, Leute. Das Haus fährt sich aus. Oh mein Gott. Und Max ist am Schlafen, Leute. Oh mein Gott. Der Arme ist noch im Haus drin. Digga, ich werde jetzt einfach abhauen mit ihm, Leute. Einmal zack. Und einmal eine Drehung. Oh, falsche Richtung. Ich will in die andere Richtung. Hier lang. Leute. Es ist da gerade ein bisschen dunkel. Ich glaube, ich gebe mir ganz erstmal eine Night Vision Potion. Okay, perfekt. Jetzt sehen wir auch schon mehr Leute. Digga, oh mein Gott. Leute, wir laufen einfach gerade mit dem Haus weg. Wir laufen einfach weg mit einem Haus. Und Max ist ja gerade drin am Schlafen. Digga, was soll das sich denken, wenn er früh aufwacht und das Haus auf einmal mit ihm komplett woanders steht? Leute, ich würde sagen, Digga, wollen wir ans Wasser? Wir dürfen ja nicht da in die Schlucht reinfallen. Wir machen mal eine kleine Drehung nach unten, Leute. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal runter Richtung Wasser. Auf ganz entspannt. Einfach, dass das Haus ein bisschen woanders steht. In der Hoffnung, dass Max es gleich auffällt. Und er sich richtig einkacken wird. Weil er sich fragt so, hä? Warum ist das Haus auf einmal komplett woanders? Digga, Leute, wir laufen einfach mit einem Haus gerade weg. Mit einem Haus. Digga. Okay, ich würde sagen, wir platzieren das Haus jetzt einfach hier. Es ist mir ein bisschen weggelaufen. Es fällt nicht zu krass auf. So, das heißt, wir platzieren das Haus jetzt einfach mal hier, Leute. 3, 2, 1. Einmal zack. So, und das Haus wird einmal wieder nach unten gefahren. Ihr seht es, Leute. Und zack. Okay, Leute. Es ist jetzt hell mittlerweile. Ich habe mich jetzt nochmal zum Haus geschlichen. Okay, wir müssen jetzt eigentlich nur warten, bis Max endlich mal aufsteht. Und dann hoffentlich wird ihm auffallen, dass sein Haus woanders steht. Wenn er aus der Tür rausgeht, der wird halt direkt da rausfliegen. Ich würde sagen, ich bleib einfach mal hier stehen, Leute. Wir warten einfach mal, was passiert. Der nächste Morgen. Ja, ich habe gut geschlafen. So. Hä? Wo bin ich? Hä, was ist passiert? Wo ist mein Haus? Was ist das denn? Was? Ihr spuckt's doch wieder. Was ist das für ein Haus? Das ist total komisch. Oh mein Gott, Leute. Perfekter Zeitpunkt. Ich werde jetzt schnell ins Haus reinlaufen. Wir werden jetzt die Beine nochmal ausfahren. Und jetzt wird unsere geheime TNT-Kanone aktiviert. Wir werden jetzt einfach Max hinterherlaufen und mit TNT auf ihn schießen, Digga. Das war's dann wirklich komplett. Okay, Leute, ich bin jetzt im Haus drin. Max? Ja, Lom, wo bist du? Hier. Lom, du bist in dem Haus drin. Ja, warum? Weiß ich nicht, weil du musst da raus, das ist ein Spukhaus. Ja, warte ganz kurz, ich komm gleich raus, ja? Ja, okay. Warte ganz kurz, ja? Gib mir kurz einen Moment, ja? Ja. Hä? Lom, das Haus an Füße! Was? Lom, das Haus an Füße, du musst da raus! Wie ist das Füße? Lom, das Haus, es läuft! Ich weiß nicht, was du meinst! Lom, das Haus, es schießt TNT! Lom, das Haus ist. Das schießt TNT, Lom! Ja, ich weiß nicht. Dann renn lieber weg, Max! Lom, ich kann nicht hier jetzt eine Schlucht! Ja, aber Lom, wo soll ich denn hin jetzt eine Schlucht? Sonst falle ich da runter. Oh mein Gott, Leute, wir müssen ihn noch endlich treffen, Mann! Lom, was soll ich machen? Du musst da selber rauskommen. Ich weiß nicht, da kommt irgendwie TNT geflogen, Max. Ich weiß auch nicht. Lom, ich bin gestorben! Wie, du bist... Ich hab keine Lust mehr, hier sind nur so komische Sachen, die passieren. Oh, der ist gegangen. Oh, unser Ausschützer! Oh nein, abgestürzt, Leute. Digga,
Leute, ich sag euch ehrlich, es war mit Abstand der coolste Prank aller Zeiten mit dem laufenden Haus einfach. Oh mein Gott. Leute, wenn euch der Prank gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, Leute. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.